Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und heute gibt's nur eine Runde online. Denn der Junior und ich, wir müssen noch ein bisschen was im Garten machen. Ein bisschen viel vielleicht. Aber das steht auch am anderen Blatt. So, jetzt gucken wir erstmal. Was machen wir heute? Ah, okay. Angeln war sie nicht. Ja, zu dem Damm. Okay, gut, da könnte man das mal eben erledigen. Oh, okay. Da war gerauchen Korn vor heute am Lagerfeuer gekocht. Das klingt ja. Ah, Kopfgeldjäger, wisst ihr ja, meine ich so gerne. Abgeliefert, 3 Stück. Okay. Händler. So, Dinker da. Da ist es nämlich. Das, was ich gestern auf dem Schirm hatte. So, 10 kleine Tierkadaver und Versorgungsmission. Da könnte man mal richtig was reißen. Fläschchen trinken, Gegenstände mit dem Spaten und von Nichtspielercharakteren was plündern. Wieder Distanz mit dem Wagen, wieder Geld verdienen. Ja, das könnte. Heute könnte man wirklich mal was schaffen, oder? Ja, dann. Runter damit. Dann hier mal eben ein paar Vorräte. Kaffee gilt nicht, ne? Ist kein Vorrat, oder? Egal. Früher Morgen. Kaffee muss sein. So. Kann ich hier nicht Großwildfleisch mit Dingenskirchen? So, wir machen dann das erstmal noch ein Tantonikum. Denn eins nehmen, eins erstellen sollte erreichen. Jawohl. Meine Güte, was ich noch alles machen kann hier. Ach komm, machen wir immer was von. Das geht auch fix. Ja, man hört es meiner Stimme vielleicht an, so richtig wach bin ich noch nicht. Aber gut, dafür soll es wohl reichen hier. So. Auch erledigt. Dann holen wir den hier schon mal raus. Und trinken mal kurz ein Fläschchen. Ah, hier. So ein. So. Dann. Oh Gott, ich muss mir. Okay, wir reiten mal zu dem Damm. Dann kann er auch nicht schaden hier. Aha. Ist da das, was wir brauchen? Ja, da sind sie doch. Komm, einer noch. Sonst noch jemand ohne Fahrschein hier? Ich höre ihn doch. Ja, dann können wir doch die Nummer auch schon mal erledigen hier. Streifenhörnchen. Über. Zack. Ja, wenn das so weitergeht. Dann schaffe ich das ja in einer Folge hier vielleicht. Gegebenenfalls unter Umständen.
So, den auch noch fix. Ja, das dauert ja immer ein bisschen. Den packen wir mal komplett drauf. Schlören wir mal eben zum Lager. Ist ja nicht so weit. Ach, da müssen wir gleich, glaube ich, erst eine Auslieferung fahren. Ja klar, sonst wird das nämlich gar nichts. Sonst wird das nix. Mit der Versorgungsfahrt hier. Ja, machen wir das doch erstmal. Good news. We have another batch ready for market. Fires are lined up not too far from here, so all you have to do is head over and make the sale. I just keep surprising myself. And to think my pa said I'd be a drunken hobo my whole life. Also, erstmal Geld verdienen. Dann können wir da vielleicht auch ein paar Leute looten. Auf geht's. Ja, das ist ja eigentlich so das Richtige, ne, zum Wachwerden hier. Bisschen Kutsche fahren. Wagen. Kutsche ist es ja nicht. Und wie immer kürzen wir hier ab. Hat den Zug gehört. Kommt er dann wirklich, oder? Weil ich ja gerne hier gleich über die Schienen abkürze. Kann er jetzt hier nicht auf den Zug warten? Was soll's? Das schaffen wir schon. So, Knarre raus. So,
erstmal ein paar erledigen hier. In da oben hat schon wieder zerlegt. Ja, das geht so nicht. Oh, 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 oh. So, wo sind die anderen Pfeifen? Ah, da. Achtung! Das war nicht so schön. Das kann ja mal passieren. So. Dann gucken wir mal, was sie dabei haben. Nix. Gar nichts. Da höre ich doch schon wieder diesen komischen Kojoten da. Den habe ich schon mal versucht zu fotografieren. Das geht ja irgendwie mal schief. So. Schon mal Pülleken. So, bei Naturkundler. Das war doch fotografieren oder so, ne? Betäubte Tiere geweckt, legendäre Tiere fotografiert. Ja, da hinten ist er. Man sieht's. Müssen wir hier aber erstmal looten. Oh, da haben wir schon fertig. Die Aktion. Sehr gut. So, wir reiten mal in die Richtung. Holen schon mal die Kamera raus. Wenn er noch da ist. Anscheinend nicht. Oh doch. Ich hoffe, das Tarntonikum wirkt noch. Da, irgendwo muss er sitzen. Da. Ich halte mal einfach drauf. Wir haben ihn. Und jetzt machen wir uns lieber vom Acker. Habe ich nämlich jetzt keinen Bock drauf. Dann könnten wir mal eben hier schauen, ob wir noch ein paar Vögelchen oder Wachteln finden, die wir in eine Tasche packen können. Eine. Oh. Besser als nix. So, der Schwarzgebrannte ist auch fertig. Die Wachtel können wir auch noch einstecken. Ja, los jetzt hier, komm. Hopp, hopp. Oh, kompletter Rabe. Also, wir müssen noch 4 Sachen erledigen. Das ist einfach Gegenstände mit dem Spaten finden. Das soll wohl auch noch klappen. Kleine Tierkadaver spenden. Ja, wisst ihr was? Dann fahren wir doch mal eine Ladung weg. Weiß gar nicht, wie lange nehme ich denn auf? Rat mal 15 Minuten. Schade. Das wäre es gewesen, ne? Mal eben im Spaten hier. Ich
Ich hoffe, wir haben jetzt einen Käufer, der richtig Kohle zahlt. I have finished this batch. We can sell it when you like. So, what shall we create? Jawohl. Hello, mon ami. We have oh, Mann. Work ahead of us today. This batch is some of my very finest work, and we are setting some of our very finest prices, yes? So, you are not a driver, you are a mother carrying a precious child to market. And watch out for revenue agents. Je devrais peut-être l'accompagner. Ja, sehr gut. Und Versorgung erforderlich, sehr gut. Oh, 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 oh. Zu früh gefreut, zu früh gefreut, zu früh gefreut. Also, Kinokamera an und ab geht's. Hier ist ja immer so eine kleine Delle. Zack. Aber es scheint so, als ob wir heute wirklich alles rucki-zucki erledigt kriegen hier. Oh oh. Oh, wir dürfen durchfahren. Sehr gut. Dann sollten wir es auch unter 5 Minuten schaffen. Wenn ich jetzt nichts kaputt fahre. Aber wir haben ja Zeit. Das ist ja schon da oben. So, Kohle im Sack, jawohl. Hier ist heute nichts zum Ausbuddeln. Ja dann. Wir schon wieder ab nach Hause. Auf zum Lager. Ja komm, die Zeit nehmen wir uns noch, oder? Können wir ja ruhig noch mal streicheln. Dann habe ich ja noch eine Landkarte offen. Also, ein Teil davon. Halleluja. Suchgebiet für Vogeleier. Hier oben. Na gut, soll ich vielleicht machen. Denn dann wissen wir ja auch, wo die Madame ist heute. Aber jetzt checken wir nochmal eben. Hier die allgemeinen Dinger, die kann ich ja auch noch später machen. Ach so, das können wir ja mal eben machen. Ne, warte mal. So, das habe ich doch auch hier drauf. Während er das macht, gucken wir mal eben. Zwei Sachen brauchen wir noch. Also, wir könnten noch ein Tierchen betäuben. Die Tierkadaver spenden oder wir versuchen mal eben. Das hier
unter 5 Minuten zu schaffen. The other day I woke up face down in the mud with no memory the night before and my first thought was what a great evening. But then it came to me, a brainwave. Protection. Oh, ein Geistesblitz, okay. You help some of the locals deal with the outlaws around here. They pay you with supplies. Everyone feels good about themselves. Genius, right? Ja, das klingt gut. Das ist da hinten. Das ist gar nicht gut. Weil das unter 5 Minuten... Das wird nicht so einfach. Also, zeige ich euch fix. Fix ist immer gut, ne? Da müssen wir hin und dann mit dem Wagen zurück. Alles unter 5 Minuten. Da wollen wir mal. Ja, ja, auch hier nicht dem Navigationssystem glauben. Auch jetzt nicht. Das geht hier schon so ein bisschen querfeldein. Jetzt auf dem Hinweg Zeit sparen. Da werden sie einem schon angezeigt. So, und ich glaube, hier kommen wir hoch. Zumindest jetzt mit dem Pferd. Wenn wir uns vielleicht das Looten sparen. So. Da wir ja vom Pferd aus mehr Schaden machen, bleiben wir mal drauf sitzen. Gut, treffen muss man natürlich trotzdem, ne? So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zum Plündern. Pferd. Plündern den Kollegen hier. Wenigstens so ein paar. Oh, hier gibt es noch Maronenröhrlinge. Für alle, die nicht wissen, wo es ist. Hier ist es. So, jetzt aber. Das tut mir jetzt leid, aber es geht nicht anders. Auch hier das Navigationssystem ignorieren. Ihr seht oben die Zeit laufen. 5 Minuten müssen stehen bleiben. Wir geben alles. Auch hier ignorieren. Darauf hoffen, dass hier kein Zug steht. Oh, 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 so. Also, zeitlich sieht es eigentlich ganz gut aus. Wenn ich jetzt irgendwo hängen bleibe oder den Wagen zerlege. Da
kommen noch so ein paar Gegner. Oh, drei Stück sogar. Ja, bleibt locker, Jungs. Einfach durchziehen. Die verschwinden gleich. So, jetzt weg sind sie. That's what I like to see. Ja, und ich erst. So, Vorräte abgeliefert. Jetzt gucken wir uns nochmal richtig ein. So, was sagt die Zeit? Ah, top. Ja, dann. Betäuben wir mal eben zwei Tierchen hier. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ach, komm hier. Kann ich irgendwie mal was Größeres? Da. Wir machen es entspannt hier eins am anderen, ne? Eins. Und jetzt fix noch irgendeins. Und dann haben wir die Rollenherausforderung auch schon durch. So. Erledigt. Und das Ganze unter einer halben Stunde. Schauen. Ach so, ja, ja. Auch das haben wir erledigt. Was wächst hier denn alles so? Ackerminze brauchen wir nicht. Da ist er. Fünf Stück sollen wir sammeln. Naja, mal eben zum Damm rüber reiten. Das wird man alles schaffen, denke ich. Und an dem Damm, da gibt es auch diese großen Fische, die man da angeln soll. Also, heute, das muss man wirklich sagen, liegt das Gold auf der Straße. Das brauche ich alle gar nicht. Was soll's. Ab zum Lager. Ist hier noch irgendwas? Von dem Zeug. Ist er. Wer davon zu viel in den Taschen hat, kann das an das Pferd verfüttern. Aber das Gold, das nimmt man doch mal eben mit. Ja.
Oder eben Dinge mit dem Spaten finden. Ach so, wir müssten ja eben noch da eben das letzte Vogelei da holen. Damit ich euch zeigen kann, wo die Madame ist. Wo es so schnell ging, ne? Dann nehmen wir uns doch die Zeit. Also, Schnellreise in die kalte Ecke. Ja, heute ist wirklich leicht verdient. So, wo genau war das noch? Hier müssen wir hin. Mensch, so weit war das doch gar nicht. Sein. Ah, da ist es. Ein Habichtei, okay. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wo ist sie? Wo ist die Madame denn heute? Ist sie? Ah, hier. Da ist die Madame. Heute. Ja, dann. Ab nach Hause. Mal Feierabend machen. Kann ich eigentlich ein Lager aufschlagen, oder... Oh, nee. Das darf jetzt nicht passieren. Weil wenn das startet, versuchen wir doch mal hier ein bisschen wegzureiten. Und ein Lager aufzuschlagen. So, ja, dann sind wir heute mit einer Folge schon fertig. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.